Hallo und willkommen zurück zu Tomb Raider Legend. Quatsch, nicht Tomb Raider Legend, nur Tomb Raider. Hat er mich wieder erwischt. Ja, in der letzten Folge haben die zwei uns leider gut erwischt. So einfach hätten die das machen können, die ganze Zeit. Boah, shit. Werde ich nicht. Ah, verdammt, Mann. Doppelt verdammt. Oh, mies, ey. Richtig mies. Könnte sich halt jetzt zum Beispiel das Schwert von ihm schnappen, wobei es ein bisschen unhandlich. Da ist noch einer. Der hat übersehen. Wie komme ich denn jetzt hier weiter? Ach so, dort. Nee, doch hier. Man hätte natürlich vielleicht auch einfach eine Granate reinschmeißen können, dann wäre die ganze Sache auch eventuell schnell erledigt gewesen. So, nochmal schön die Aussicht genießen, wobei es ist jetzt irgendwie Nacht. Jetzt weiß ich nicht, ob das Ganze so an einem Tag spielt, weil ist ja jetzt erst dunkel geworden. Höre ich da schon wieder? Ist hier ein Krabbe in der Nähe oder was? Laut Karte nicht, also noch nicht. Aber komisch, ne? Mit der Schrotflinte muss man jetzt fast nichts mehr aufmachen. Jetzt ist alles nur noch mit der Seilwinde. Oder mit diesem Dingens, was wir da gesammelt haben. Och, hier ist gar nichts zum Einsammeln. Schweinerei. Was ich aber trotzdem gerne wüsste, was wir ja noch nicht geklärt haben, wieso hier alles trotzdem kaputt ist. Was denn da los ist mit diesem... Müsste ja irgendein altes Reich gewesen sein. Karte aktualisiert. So, was haben wir hier? Eine Reliquie. Jo, mehr irgendwie im Moment nicht. Denn... Forschungsbasis. Ja, es konnte ja hier anscheinend niemand irgendwas einnehmen. Und da müsste ja eigentlich von der ursprünglichen Zivilisation noch mehr da sein. Den hat er mir aber nicht angezeigt. Yay, yeah, Schrotflinte können wir jetzt auch aufrüsten. Na hallo, machst du mal. Cool, cool. Also, läuft doch langsam. Komm ich hier lang? Nee, scheiße, wie komme ich denn da hin? Vielleicht hier lang? Hä, wie komme ich denn da rüber? Ach nee, von hier auch nicht.
Gute Frage. Oder von dort? Ich gucke hier nochmal lang. Ach, hier. Aber da komme ich nicht hin. Aha, doch, ich komme da hin. Ich schaffe das, was die ganzen Typen alle nicht schaffen, mich selbst zu killen. Waren das Geschenke für die alten Herrscher von Yamatai? Oder hat hier eine Schlacht stattgefunden? Es könnte natürlich sein. Das würde dann auch erklären, warum ja die ursprünglichen Bewohner nicht mehr da sind. Nee. Gut, jetzt haben wir das. Da können wir jetzt auch beruhigt weitergehen. Ah, jetzt muss ich schon wieder runterspringen. Okay, ist nicht so tief. Scheiße. So viele Leichen. Leise jetzt. Die Oni sind hier. Und sollen sie uns etwa finden? Kommt mir fast so vor, als ob die mehr Schiss vor uns haben. Als vor den Oni. Tja, wer weiß. Wie hält die ihren Bogen? Was? Bam. Richtig weggehauen. So, na schön, dann können wir uns jetzt mal hier in Ruhe umgucken. Oh, yes. Okay, wieder einige Sachen. Kurz nach der Entdeckung des Grabs kamen die Oni. Zuerst gingen die Lichter aus und dann begannen die Schreie. Waren es unsere oder ihre? Der schreckliche Ton tobt immer noch in meinem Kopf. Sie trugen die Rüstung meiner Vorfahren und sie töteten uns mit uralten Klingen. Schüsse, Schreie, Blut. Wir konnten sie nicht aufhalten. Alles stürzte ins Chaos. Dann herrschte Stille. Sie waren fort. Oh Gott, warum sind sie gegangen? Warum haben sie uns nicht alle getötet? Hauptmann Osaka hat jetzt das Kommando. Wir verlassen die Basis, aber nicht die Insel. Wir gehen ins Landesinnere, zum Kloster. Es gibt keine andere Lösung. Wir müssen den Oni folgen. Wir alle. Wenn wir den Stern nicht kontrollieren können, müssen wir ihn zerstören. Derselbe Soldat. Und wieder erwähnte er die Oni. Sind das vielleicht die Dinger, die ich im Kloster gesehen habe? Ja, würde ich schon sagen. So, neue Karte aktualisiert. Okay. Das, was wir schon kennen. Was wir gerade gesehen haben. Kampfschrotflinder. Nice. Bam. 700, da können wir... Ja gut, wir gucken erstmal hier, was es hier so gibt. Leistung und Schaden erhöht. Und Nachladetempo. Und doppelt... verdoppelt die Magazingröße auf 12 Patronen. Ja, cool. Aber ich würde gerne... Verdammt, was nehme ich denn da jetzt? Ich könnte hier den hier... Dann hätte ich das fertig. Mache ich auch. Jetzt wird's ernst erfolgreich geschaltet. Zu 100% fertig. Okay, hierfür reicht es leider nicht mehr. Naja, ist egal. Finden wir schon noch genug. Wieder eine richtig eklige Suppe hier. Und die springt voll rein. Und alles voller... Oh, ich dachte, ich hätte da oben was gesehen. Alles voller Leichen. Jetzt könnte man hier hochspringen. Wir müssen da lang. Möchte ich aber doch lieber erstmal noch den anderen Weg mir angucken, was es da so gibt.
Okay, nichts weiter. Ich dachte irgendwie, hier geht's noch weiter. Na gut. Dann hätte ich die Tür auch gar nicht unbedingt aufmachen brauchen. Da war wieder was. Ach so, man hätte natürlich sich vielleicht an den Leuten vorbeischleichen können. So, Kuckuck. Das Grab muss in den unteren Ebenen sein. Hm. Nicht ganz funktioniert. Komme ich nicht lang. Viel mehr ist ja nicht. Dann drückt man halt mal auf den Knopf. Der Aufzug steckt fest. Als ob hier jemals irgendwas richtig funktionieren würde. Hier ist noch eine Reliquie, die wir nicht gefunden haben. Hä? Ich dachte, die hatte ich vorhin geholt. Hm. Was muss ich denn mit den Dingern machen? Ich guck mal hier unten lang, denn man kann hier langlaufen. Ich muss irgendwie da durchkommen. Tja, aber wie? Das ist jetzt mal die Frage. Hä, was soll ich denn hier machen? Ah, ach so. Ich bin auf der richtigen Spur. Ich muss den Aufzug nur mit mehr Wucht nach unten befördern. Mehr Wucht. Ach so, jetzt haben wir uns hierher gemogelt. Nee, doch. Ja toll, von der anderen Seite kann ich den jetzt aufmachen. Na gut, vielleicht müssen wir ja dann irgendwie wieder hier hin oder so. Aber wir können erstmal nach oben. Ich denke mal, von oben müssen wir irgendwas wieder runterschmeißen. Weil er meinte mit mehr Wucht nach unten. Oh, erstmal ein Buch lesen. Oberkommando an Agent. Stop. Trinity ist besorgt. Stop. Beschaffung des Sternphänomens inakzeptabel. Stop. Sabotage der Operation der Achsenmächte unabdingbar. Stop. War noch eine andere Person oder Gruppe an dieser Insel interessiert? Ich habe jetzt keine Zeit, diese Fragen zu klären. Frage. Hä? Gibt da nichts Wichtigeres als diese Frage? So, kann ich den jetzt hier... Ach so, jetzt hole ich den nach oben. Ach so. Sollte ich den vielleicht bis ganz oben... Ach so, gut. Ich glaube, höher komme ich nicht. Doch. Ich bin mir nicht sicher, weil wir den ja jetzt... Komm ich da denn jetzt hin? Hm. So hätte ich da hinkommen können. So. Ach so, der hätte... Ach Mist. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Den hätte ich erstmal hier auf der 3, glaube ich, lockern müssen. Und dann oben auf der 4. Würde ich jetzt mal so sagen. Nee, ich verstehe es gerade nicht. Hier ist ja auch wieder so ein... Ach so, kann ich einfach so hinspringen? Ja, klappt. Ich muss die Müsste ja oben auf der 4 eigentlich genauso gehen, oder? Hä? Ach so, das ist die Klappe dafür. Aha.
Also hole ich den erstmal hoch. Hä? Genau. Ja, und wie mache ich den letzten? Okay. Komme ich denn dorthin? Oh. Alter. Wo ist denn der letzte eigentlich? Das letzte. So, ach so, hier drüben. Da würde ich ja eigentlich da rankommen. Ist jetzt natürlich die Frage, wie ich da hinkomme. Aha. Ich hab's gesehen. Ja, hab ich da. Hä? Hab ich doch gerade gemacht. Ist jetzt nur die Frage, halt, wie ich da hinkomme. Achso, nee, da muss ich den erstmal wieder runterholen, oder was? Das ist ja hier frisches Rätsel fast. Hallo? Bin mal gespannt, ob im zweiten Teil, im zweiten Teil, ob dann da mehr Rätsel drin sind. Oder überhaupt richtige Rätsel. So, da würde ich den jetzt nämlich hochholen. Da drauf. Hier drauf. Kann ich mich schon wieder überhaupt nicht dran erinnern an das Ganze hier. Und dann machen wir das hier noch kaputt. Und dann dürfte es eigentlich gar nicht mehr halten. Ich glaube, das hat funktioniert. Wieder erfolgreich irgendwas zerstört. Demolition Lara. Ach so, dahin wollten wir. Alles nur für die Kiste. Hey, ist da jemand? Nee. Da ist einer. Haben sie halt auch wieder nicht mitbekommen. Da ist ein übelster Lärm und die sagen, oh, ist da jemand? Jo. Und dann sind sie halt tot. Eine tolle Geschichte. Aha, hätte ich gleich übersehen. Noch ein Helm der Zhou-Dynastie. Die umfangreichen Verzierungen deuten auf die kaiserliche Familie hin. Mhm. Oh, da haben wir doch beide. Jo. Oh, hier sind drei Totenköpfe. Hier ist erstmal Schluss für heute. Ich sag danke fürs Zusehen und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.